This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute geht es um die fünfte Lesung in dem Buch Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Band 1, Ursprung und Organisation der Inquisition. Wie der Ursprung und die Organisation ist, da sind wir halt immer noch mit beschäftigt. Wir sind im ersten Kapitel Die Kirche und wir fangen an heute zu lesen mit dem Untertitel Häufung der Pfründen. Zehnten, Verkauf der Sakramente, Erpressung frommer Vermächtnisse, Streitigkeiten bei Bestattungen und geschlechtliche Verirrungen und werden dann wohl auch zur Immunität des Klerus noch kommen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich fange ja an auf Seite 28, wo wir letztes Mal geendet waren, für diejenigen, die in ihrer eigenen Kopie des Buches gerne mitlesen möchten. Ich gehe hier nicht noch irgendwie einen Paragraph zurück, weil da müsste ich die ganze Seite nochmal lesen und das erscheint mir nicht notwendig. Wenn ihr die Kontinuität gesichert wissen wollt, dann geht bitte in die Spielliste, schaut euch den Teil hier vor an und hört euch das an und dann werdet ihr gleich wieder reinkommen, wo wir jetzt sind. Jedenfalls für diejenigen, die mitlesen, bin ich am Ende von Seite 28 und lese da jetzt den letzten Paragraphen, der ist gerade mal drei Reihen vor, bevor wir auf Seite 29 gehen. Also. Der Autor schreibt hier, dass die Pluralität, das heißt der gleichzeitige Besitz mehrerer Pfründen, mit all ihren begleitenden Übeln und Missbräuchen unter einem solchen System gebräuchlich war, ergibt sich als natürliche Folge desselben. Vergebens erließen reformfreundliche Päpste und Konzilien Verordnungen, welche diesen Missbrauch untersagten. Vergebens zogen entrüstete Sittenprediger los gegen die Gräuel und das Unrecht, die durch diesen Unfug verursacht wurden, wie zum Beispiel die Vernichtung der weltlichen Besitzungen der Kirche, die Preisgabe der Seelen, die allgemeine Verachtung der Kirche und so weiter. Wohl waren all diese Missbräuche, hört gut zu, das ist ein sehr wichtiger Satz, der jetzt kommt, wohl waren all diese Missbräuche im kanonischen Rechte streng verboten,
aber sie bildeten eine zu gute Einnahme für die römische Kurie, als dass sich diese nicht stets hätte bereit finden lassen, Dispensationen hierfür zu erteilen. Warum ist dieser Satz so wichtig? Naja, wir wissen ja, dass wir heutzutage für alles, was wir tun, eine Lizenz brauchen. Ja, zum Autofahren brauchen wir einen Führerschein, zum Ausüben unseres Berufes brauchen wir einen Berufsnachweis oder was auch immer. Wenn wir spielen im Casino oder was, oder ein Casino, das eröffnet, das braucht eine Lizenz. Und wenn wir da reingehen wollen, brauchen wir eine Lizenz, um da zu spielen. All die Dinge, die normalerweise verboten sind, lassen sich umgehen durch eine Lizenz. Im Amerikanischen ist das noch ein bisschen deutlicher. Da braucht man eine Lizenz zum Heiraten. Und da spricht man ja auch von Driver's License. Also der Führerschein ist auch eine License. Eine Geburtsurkunde, Birth Certificate und so weiter und so weiter. Also für alles, das Birth Certificate, also die Geburtsurkunde jetzt nicht. Aber für alles, was wir tun, was im Grunde gegen das Gesetz verstößt. Und wir sprechen dann nicht über das Gesetz unseres Herrn, Jesus Christus. Wir sprechen über das Gesetz der römisch-katholischen Kirche. Dafür muss es eine Lizenz geben, eine Ausnahmegenehmigung, eine Genehmigung. Und das wird hier umschrieben mit dem Wort Dispensation. Das werden wir gleich noch öfter erläutern, das Wort. Also das kommt noch öfter vor. Deswegen ist es wichtig, dass wir das gut verstehen. Weil schließlich steht hier ja, wie ich gerade vorgelesen hatte, all diese Missbräuche waren im kanonischen Recht streng verboten. Aber da sie eine zu gute Einnahmequelle für die römische Kirche formten oder bildeten, musste man sich bereit finden lassen, da Dispensationen für zu erteilen. Also mit anderen Worten, eigentlich ist es nicht rechtens, dass man das macht, aber ich mache das rechtens durch, ich gebe demjenigen, der es dann halt tut, eben eine Erlaubnis, eine Dispensation, eine Lizenz, wie wir heute sagen würden. Ja? Also anstatt zu sagen, nee, das ist gegen das Recht und das können wir nicht machen, auf diese Einnahme, auf diese Art von Art und Weise können wir kein Geld vereinnahmen für die Kirche, sagen sie von, das ist zwar gegen das Recht, aber dann machen wir halt Lizenzen und dann darf man das eben trotzdem. Deswegen finde ich das einen sehr wichtigen Satz. Die Dispense, fährt der Autor fort, konnten auch zu politischen Zwecken benutzt werden, wie zum Beispiel Innozenz der Vierte, also Antichrist Papst Innozenz der Vierte, im Jahr 1246 durch die geschickte Anwendung dieses Mittels eine drohende Verbindung französischer Adligen verhinderte. In der Tat gab es gelehrte Doktoren der Theologie, ja, und sicher zu der Zeit, ne, wir sprechen hier von 1246, Innozenz der Vierte, in der Zeit lebte Thomas von Aquin, der Doktor der Kirche, der seine Summa Theologica im Lauf seines Lebens schrieb, und er lebte von 1225 bis 1274, also genau in der Zeit. Ja? Ganz wichtig, auch mal hier diese Verbindung zu legen zu dem Thomas von Aquin. In der Tat gab es gelehrte Doktoren der Theologie, die die Gesetzlichkeit dieses Missbrauchs verteidigten, wie es zum Beispiel bei einer öffentlichen Disputation im Jahre 1238 von dem Kanzler der Universität Paris, Magister Philipp, geschah, der selbst ein notorischer Pluralist war. Übrigens durfte sein Schicksal anderen als heilsame Warnung dienen. Auf seinem Totenbette suchte ihn sein Freund Willem von Auvergne, der Bischof von Paris war, zu bewegen, alle seine Pfründe bis auf eine hinzugeben, indem er gleichzeitig Philipp versprach, ihn, falls er wieder genesen sollte, für das Opfer reichlich zu entschädigen. Philipp weigerte sich indessen darauf einzugehen, mit der Begründung, er wolle gern einmal erfahren, ob die Pluralität die Verdammnis nach sich zöge. Seine Neugierde wurde erfüllt, denn bald nach seinem Tode erschien dem frommen Bischof, als er betete, ein staubiger Schatten, der sich als die Seele des verstorbenen Kanzlers bezeichnete und erklärte, dass er für ewig verdammt sei. Ja, manchmal ist dieses Buch auch richtig lustig. Da geht es halt um einen Dämon, der hier wohl in der Form eines staubigen Schattens erschienen war und erklärt, dass die Seele des verstorbenen Kanzlers für ewig verstorben sei. Nun, wir gehen hier auch noch eben kurz in eine Fußnote mit rein, da möchte ich eben einen kleinen Teil von vorlesen. Die Korrespondenz der päpstlichen Kanzlei unter Innozenz des Vierten, wie sie in den amtlichen Registern aufbewahrt wird, und das ist sehr wichtig, weil wir sehen hiermit ja, dass der Autor sich diese ganzen Register angeschaut hat, umfasst für die ersten drei Monate des Jahres 1245 332 Briefe. Von diesen betreffen ungefähr ein Fünftel Dispensationen und 65 Personen,
welche mehrere Pfründe innehaben wollten. Ein Teil der anderen Briefe betrifft Dispensen wegen Verletzung des kanonischen Rechtes und zeigt, wie die Laster des Klerus eine geradezu unerschöpfliche Einnahmequelle für die Kurie bildeten. Über die Raubgier, mit welcher die Pfründen der Sterbenden gesucht und umstritten wurden, sehen wir in demselben Brunnen auf Seite 1611. Der ist hier noch angegeben, aber das bespare ich mir jetzt, euch das vorzulesen. Aber der Autor fährt dann fort, außerhalb der Fußnote auf Seite 30, ein Klerus, der sich in solcher Weise zusammensetzte und solchen Einflüssen unterworfen war, konnte zum größten Teil nur eine Geißel für das Volk sein, das unter seiner Leitung stand. Der Kauf einer Pfründe galt allgemein als eine Kapitalanlage, die man bis zum Äußersten ausnutzen müsste, und unbedenklich wandte man alle möglichen Kniffe an, um Geld von den Pfarrkindern zu erpressen, während man den Pflichten der Seelsorge nur wenig Beachtung schenkte. Eine der fruchtbarsten Quellen des Streites und der Unzufriedenheit war der Zehnte. Diese lästigste und unterdrückendste Form der Besteuerung war lange die Ursache unheilbarer Unruhe gewesen, zumal sie noch verschlimmert wurde durch die Raubgier, mit der man sie durchsetzte und sogar auf die kümmerliche Ernte des Ehrenlesens ausdehnte. Gerade der Zehnte bildete das größte Hindernis bei den Bekehrungsversuchen Karls des Großen unter den Sachsen, und noch im 13. Jahrhunderte gab er, wie wir sehen werden, Ursache zu einem höchst verheerenden Kreuzzuge gegen die Friesen. Überall ist er die Veranlassung zu skandalösen Streitigkeiten zwischen Hirt und Herde und zwischen den verschiedenen Parteien, die darauf Anspruch erhoben, so dass diesem Gegenstande sogar ein sehr verwickelter Zweig des kanonischen Rechts gewidmet wurde. Carlyle behauptet, dass beim Ausbruche der Französischen Revolution, also Ende des 18. Jahrhunderts, nicht weniger als 60.000 von Zehnten herrührende Streitfälle vor den damaligen Gerichtshöfen schwebten. Und auch wenn diese Angabe übertrieben sein mag, so ist sie doch durchaus nicht unwahrscheinlich. Früher war der Zehnte in vier Teile geteilt worden, je einen für den Bischof, den Pfarrer, den Kirchenbau und die Armen. Aber in einer Zeit, wo die Erwerbsgier am stärksten war, nahmen Bischof und Pfarrer jeder so viel, als er bekommen konnte, so dass die Kirche nur wenig und die Armen überhaupt nichts bekamen. Willkür nennt man so etwas. Wenn ich einen Zehnten nehme, und es ist normalerweise festgestellt, dass dieser Zehnte in vier Teile geteilt wird, und jeder Teil geht einmal zum Bischof, zum Pfarrer, den Kirchenbau und die Armen, dann geht ein logisch denkender Mensch davon aus, dass diese vier Teile alle gleich sind. Aber da habt ihr die Rechnung ohne den Wirt gemacht oder die Rechnung ohne die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, die geldgeil ist und die sich nicht darum kümmert, dass in der Bibel geschrieben steht, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ja? In einer Zeit, wo die Erwerbgier am stärksten war, nahmen Bischof und Pfarrer jeder so viel, als er bekommen konnte, so dass die Kirche wenig und die Armen überhaupt nichts bekamen. Der Teil des Zehnten, den bei diesem Verfahren der Priester bekam, war selten hinreichend für seine Bedürfnisse, zumal er häufig einem ausschweifenden Leben ergeben und der Raubgier seiner Vorgesetzten ausgesetzt war. So wurde die Form der Simonie, die in dem Verkauf priesterlicher Amtshandlungen bestand, allgemein. Hierbei bot vor allem die Beichte, die jetzt für die Gläubigen obligatorisch wurde und eine ausschließliche Amtshandlung der Priester war, ein weites Feld für Erpressungen aller Art. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil, auf den wir auch später wohl noch eingehen werden. Einige Beichtväter schätzten das Sakrament der Buße so niedrig ein, dass sie für ein Hühnchen oder einen halben Liter Wein Absolution von jeder Sünde erteilten. Das nimmt Auswüchse an, die Beichte, die Ohrenbeichte. Ich hatte ja schon mal gesagt, da gibt es von Charles Chiniquy das Buch, der Priester, der Beichtstuhl der Priester, die Frau und der Beichtstuhl. Ich hatte ja, glaube ich, auch ein Bild in einem der Videos eingeblendet, wo ihr das sehen könnt. Das sollte man wirklich mal lesen, wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, sich das Buch zu besorgen. Und diese Auswüchse, die diese Beichte annahm, die sorgten ja auch mit dafür,
dass eben Martin Luther in 1517 seine 95 Thesen mit an die Kirchentür in Wittenberg schlug. Weil es ging ihm ja um den Ablasshandel. Da geht es ja um die Vergebung der Sünden. Natürlich an erster Stelle kann man sagen, geht es darum, um das, was hier im Beichtstuhl gesagt wird. Und wo die Leute dann halt Buße tun müssen, durch Ave Maria zu beten oder solche ganzen Sachen. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch eben um den Verkauf von Ablässen, den Ablasshandel. Und den hat Luther ja damals angeklagt. Und das waren eben die Auswüchse, die das damals annahm. Wir sprechen ja hier jetzt gerade mal im 13. Jahrhundert, sind ja also noch knapp 300 Jahre weg von der Zeit von Martin Luther. Da wollen wir mal sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Da geht ja eben gerade dieses Buch drum. Aber ist doch schon mal interessant, dass wir hier lesen, dass einige Beichtväter schätzen das Sakrament der Buße so niedrig ein. Also das Sakrament selber ist so wenig wert, dass sie für ein Hühnchen oder einen halben Liter Wein Absolution von jeder Sünde erteilten. Ich bin ein hungriger Pfarrer, da kommt einer, der muss was beichten, ja, dann sorgt dafür, dass ich Abendessen kann und dann vergebe ich dir deine Sünden, mit anderen Worten. Ist das biblisch? Was sagt denn die Bibel, wer Sünden vergeben kann und wie Sünden vergeben können? Na? Doch nicht ein böser Mensch, der genauso böse und ja, ungerecht ist wie ich selber, kann doch keine Sünden vergeben. Nur der Herr kann Sünden vergeben. Und nur ihm sollen wir unsere Sünden beichten. Aber dafür muss man halt die Bibel kennen und das war den Leuten damals ja nicht bekannt. Und wenn ihr glaubt, dass die Priester, von denen ich oftmals spreche, dass die Bibel kannten, da seid ihr falsch gewickelt. Die Priester kannten die Bibel nicht. Erstens war ihnen hauptsächlich das Alte Testament bekannt. Das Neue Testament wurde den Priestern überhaupt nicht gelehrt. Ein gutes Beispiel dafür ist Luther, der ja auch erst zu einem späteren Zeitpunkt das Neue Testament gelehrt hat, der davor auch nur das Alte Testament kannte. Und außerdem waren den meisten Priestern die Bibel vorbehalten. Die durften sie auch nicht lesen. Auch die Priester wurden weggehalten vom Wort Gottes. Was predigten sie dann von der Kanzel? Das, was ihnen vorgeschrieben wurde. Aber nichts, was sie auch selber aus der Bibel hätten holen können. Aber ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, nur ich finde, das ist auch noch mal eine Kleinigkeit, um nebenbei zu besprechen, die ja auch wichtig ist, in diesem Buch zu verstehen. Und der Autor fährt fort. Andere wussten es einträglicher zu machen. So erzählt ein Zeitgenosse, dass ein Priester in Soest namens Einhard einen Beichtenden scharf tadelte, weil er während der Fastenzeit sich seiner Frau nicht enthalten hatte und von ihm 18 Denare verlangte, damit er 18 Messen für sein Seelenheil lesen könne. Ein anderer kam und bekannte, dass er Enthaltsamkeit geübt hätte. Er erhielt die gleiche Strafe, weil er die Gelegenheit versäumt habe, ein Kind zu erzeugen, wie es seine Pflicht gewesen wäre. Beide Männer mussten, um die Strafe bezahlen zu können, ihre Ernte vorzeitig verkaufen. Zufällig trafen sie sich auf dem Markte und verglichen hierbei die Rechnungen, die ihnen der Priester aufgestellt hatte. Sie beklagten sich nun bei dem Dekanten und dem Kapitel des heiligen Patroklus und die Geschichte wurde zum großen Ärgernis der Gläubigen ruchbar. Trotzdem durfte Einhard in seiner gewinnbringenden Laufbahn verbleiben. In gleicher Weise wurde auch jede andere Amtshandlung des Priesters berechnet und die Klagen über diesen Unfug sind zu häufig und zu allgemein, als dass man an der Berechtigung derselben überhaupt nur zweifeln könnte. Trauung und Beerdigung wurden so lange verweigert, bis die Gebühren im Voraus bezahlt waren. Und selbst das Abendmahl wurde dem Kommunikanten so lange vorenthalten, bis er ein Opfer dargebracht hatte. Für denjenigen, der an die Transsubstantiation glaubte, musste dies eine unsagbare Herabwürdigung des Heiligsten sein. Naja, weil natürlich, wenn man an die Transsubstantiation glaubt und man muss erst ein Opfer darbringen, bevor man diese Kommunion, dieses Stück Brot, was Jesus Christus darstellt, weil der Priester die 5 lateinischen Worte sagt, hoc est corpus enim meum, um Jesus Christus in dieses Brot zu verwandeln. Wenn man da erst ein Opfer für darbringen kann, dann heißt das ja mit anderen Worten, man erkauft sich seine Gnade. Weil ohne das Sakrament der Transsubstantiation, ohne das Sakrament der Eucharistie, das Sakrament des,
wie wir es in der Bibel nennen, heiligen Abendmahls, was ja nun überhaupt nicht das ist, was es in der römischen Kirche ist, ohne dieses Sakrament gibt es keine Erlösung. Wenn ich dafür also erstmal ein Opfer in Form von Geld bringen muss, dann muss ich mir das ja erkaufen. Das heißt, auch hier erkaufe ich mir meine Erlösung. Anderswo die Bibel sagt, dass durch den Glauben seid ihr errettet und das nicht durch Werke und schon gar nicht durch irgendwelches Geld. Nein, die römisch-katholische Kirche lehrt da natürlich ganz etwas anderes. Und für denjenigen, der an die Transsubstantiation glaubte, also, dass wenn der Priester das Stück Oblate in der Monstranz hält und die Worte spricht, hoc est corpus enim meum, und damit Jesus Christus aus dem Himmel herabsteigen lässt in dieses Stück Brot, dass dieses Stück Brot sich in den Leib, das Blut, die Seele, das Fleisch, die Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesus Christus tatsächlich verwandle. Wenn er das tut, wenn man daran glaubt, dann ist das natürlich eine unsagbare Herabwürdigung des Heiligsten, zwischen Anführungsstrichen, weil die Transsubstantiation, das Abendmahl in der römisch-katholischen Kirche, ist nicht heilig. Es ist unheilig. Peter Cantor, fährt der Autor fort, erklärt darum auch von den Priestern seiner Zeit, sie seien schlimmer als Judas Iskariot. Denn dieser habe den Leib des Herrn für 30 Silberlinge verkauft, während sie dasselbe für einen Heller, und zwar täglich, täten. Nicht zufrieden hiermit, übertraten viele Geistliche die Regel, wonach der Priester, außer bei besonderen Gelegenheiten, nicht mehr als eine Messe an einem Tag lesen durfte. Es war fast unmöglich, die Beobachtung dieser Regel zu erzwingen, während umgekehrt diejenigen, welche ihr gehorchen wollten, einen scharfsinnigen Ausweg erfanden dadurch, dass sie durch Wiederholung des Introitus, die eine Messe in ein halbes Dutzend zerlegten und für jede derselben ein Opfer einzogen. Aber der gläubige Christ wurde nicht nur während seines Lebens bei jeder Gelegenheit gerupft. Die Gewinnsucht wurde vielmehr bis an sein Totenbett ausgedehnt und selbst sein Leichnam hatte einen Spekulationswert für die Teufel, die sich darum stritten. So notwendig auch die Sterbessakramente für das Seelenheil waren, das ist ein weiteres dieser 7 unbiblischen römisch-katholischen Sakramente, so notwendig auch die Sterbessakramente für das Seelenheil waren, so wurden sie doch oft verweigert, wenn der Priester nicht eine ungesetzliche Gebühr oder sonst eine Gabe des sterbenden Sünders, zum Beispiel seine Leichentücher, bekam. Doch wollen wir gerne zugeben, dass dies nicht allgemein gebräuchlich war. Viel weiter verbreitet und darum auch gewinnbringender war dagegen die Gewohnheit, die Furcht vor dem zukünftigen Gerichte auszubeuten, dadurch, dass man Legate zu frommen Zwecken als ein geeignetes Sühnemittel für ein in Schlechtigkeit und Grausamkeit verbrachtes Leben bezeichnete. Es ist bekannt, wie großer Teil des weltlichen Besitzes auf diese Weise erworben wurde, und schon im 9. Jahrhundert war der Unfug ein Gegenstand der Klage geworden. Als im Jahre 811 Karl der Große in seinem ganzen Lande Provinzialkonzile abhielt, legte er ihnen die Frage vor, ob man wirklich von einem Manne sagen könne, er habe auf die Welt verzichtet, wenn derselbe unaufhörlich seinen Besitz zu mehren suche und durch das Versprechen des Himmels und durch Drohungen mit der Hölle die einfachen und ungebildeten Leute überrede, ihre natürlichen Nachkommen zu enterben, so dass diese durch Armut und zu Räuberei und Verbrechen gezwungen würden. Auf diese prägnante Frage antwortete das Konzil von Chalons im Jahre 813 mit einem Gesetze, welches solche Praktiken verbot und den Klerus daran erinnerte, dass die Kirche lieber den Bedürftigen beistehen, als sie berauben sollte. Das Konzil von Tours entgegnete, es habe eine Untersuchung angestellt, aber keinen finden können, der sich über die Enterbung beklagt hätte. Das Konzil von Reims überging die Sache mit klugem Stillschweigen, während das Konzil von Mainz für solche Fälle Restitution versprach, also Erstattung. Doch hatten alle derartigen Bestimmungen nur einen vorübergehenden Erfolg.
Die Kirche fuhr nach wie vor fort, aus der Furcht des sterbenden Kapital zu schlagen, und schließlich dekretierte Antichrist Papst Alexander III. Um das Jahr 1170, dass man nur in Gegenwart seines Pfarrers ein gültiges Testament machen könne. So, kurze Unterbrechung, ich lese gleich weiter. Aber dieser Satz ist sowas von wichtig, das können wir uns gar nicht vorstellen. Antichrist Papst Alexander III. Dekrierte im Jahr 1170, dass man nur in Gegenwart eines Pfarrers ein gültiges Testament machen könne. Was glaubt ihr, welchen Missbrauch die römisch-katholische Kirche von diesem Dekret des Papstes gemacht hat? Wenn ihr da noch mehr Details drüber lesen wollt, weil ich weiß natürlich nicht, inwieweit wir jetzt hier in diesem Buch darauf eingehen, dann möchte ich euch empfehlen, dass ihr das Buch lest von David Hunt, Die Frau und das Tier. Und da wird von diesen Missständen ganz deutlich berichtet. Ein Mensch, der auf dem Sterbebett war, musste, um dem Fegefeuer zu entgehen oder um seine Leiden im Fegefeuer zu verkürzen, alles, was er besaß, der Kirche überschreiben. Ja? Man konnte nur ein gültiges Testament machen im Beisein des Pfarrers. Der Pfarrer hat dann natürlich gesagt, von überschreib alles mir. Daher hat die Kirche unermesslichen Reichtum durch die Jahrhunderte angehäuft. Dadurch, dass die Leute alles, was sie hatten, der Kirche überlassen hatten. Und ihre eigene Familie ging leer aus. Aber ja, die Leute wollten natürlich, dass sie nicht ins Fegefeuer kamen. Oder wenn sie im Fegefeuer waren, dass ihre Leidenszeit so kurz wie möglich war. Das ist ja die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Und hier dekretiert Papst Alexander III. Um 1170, dass man nur in Gegenwart seines Pfarrers ein gültiges Testament machen könne. Na, und der Pfarrer wird ja wohl kein Testament akzeptieren, wo er nicht der Begünstigte ist oder die Kirche nicht der Begünstigte ist. Und genau so war es für Jahrhunderte. Und Dave Hunt geht da in seinem Buch Die Frau und das Tier wunderbar drauf ein. An einigen Orten, fährt der Pfarrer fort, wurde sogar der Notar, der in Abwesenheit des Priesters ein Testament anfertigte, exkommuniziert und dem Leichnam des Erblassers ein christliches Begräbnis verweigert. Was auch wieder bedeutet, dass man ewige Verdammnis hat. Wenn man kein, zwischen Anführungsstrichen, christliches, also kein katholisches Begräbnis hatte, dann fehlte einem dieses Sakrament zur Seligmachung, ja, zur Errettung. Als Grund für diesen Missbrauch gab man bisweilen an, ein Ketzer solle dadurch gehindert werden, sein Vermögen Ketzern zu hinterlassen. Doch beweist der Umstand, dass man diese Bestimmung auch in solchen Gegenden wiederholt einschärfte, wo die Ketzerei unbekannt war, wie hinfällig ein solcher Vorwand war. Dasselbe ergibt sich auch aus den lauten Protesten des Klerus gegen Ortsgebräuche, die eine solche Entwicklung der geistlichen Habsucht unmöglich machten. Bisweilen wurden sogar Klagen dagegen erhoben, dass die Pfarrerlegate, welche für fromme Zwecke gemacht waren, zu ihrem eigenen Gebrauche verwendeten. Selbst nach dem Tode eines Menschen verzichtete die Kirche nicht auf das Kontrollrecht über ihn und auf den Gewinn, den sie aus der Ausübung dieses Rechtes während seines ganzen Lebens gezogen hatte. Die Sitte, für die frommen Dienstleistungen, durch welche die Kirche die Qualen des Fegefeuers linderte, beträchtliche Summen zu hinterlassen, sowie die Darbringung von Opfern beim Leichenbegräbnis, war so allgemein verbreitet, dass die Aufsicht über einen Leichnam durchaus keine gering zu achtende Gewinnquelle war. Darum behauptete auch die Pfarrei, in welcher der Sünder gelebt hatte und gestorben war, ein direktes Anwartschaftsrecht auf seine so einträglichen Überreste zu haben. Gelegentlich kamen auch Eingriffe in dieses Anwartschaftsrecht vor. Wenn nämlich irgendein Kloster den Sterbenden veranlasste, ihm seine fruchtbaren Überreste anzuvertrauen, ein Vorgehen, welches zuletzt zu einem ganz unziemlichen Gezänk über den Leichnam und über das Vorrecht, ihn zu begraben und Totenmessen für seine Seele zu lesen, führte. Schon im 5. Jahrhundert zögerte Leo der Große nicht, in den schärfsten Ausdrücken die Raubsucht der Klöster zu verurteilen, die die Lebenden aufforderten, an ihrer Einsamkeit teilzunehmen
um auf diese Weise sich in den Besitz des mitgebrachten Vermögens zu setzen. Zum offenbaren Schaden des Pfarrers, der so der ihm rechtmäßig zustehenden Einkünfte beraubt wurde. Achso, Entschuldigung, den Satz muss ich eben nochmal lesen. Schon im 5. Jahrhundert zögerte Leo der Große nicht, in den schärfsten Ausdrücken die Raubsucht der Klöster zu verurteilen, die die Lebenden aufforderten, an ihrer Einsamkeit teilzunehmen, um auf diese Weise sich in den Besitz des mitgebrachten Vermögens zu setzen. Zum offenbaren Schaden des Pfarrers, der so der ihm rechtmäßig zustehenden Einkünfte beraubt wurde. Daher ordnete Leo einen Kompromiss an. Die römisch-katholische Kirche ist voll mit Kompromissen, wodurch die Hälfte der so erlangten unbeweglichen Habe und des Zugviehs der Kirche des Entschlafenen überwiesen werden sollte, mochte er tot oder lebend in das Kloster gezogen sein. Schließlich beanspruchten die Kirchen die Leichname ihrer Pfarrkinder als ihr unveräußerliches Recht und sprachen dem Sterbenden das Vorrecht ab, sich die Begräbnisstätte selbst auszuwählen. Es bedurfte wiederholter päpstlicher Entscheidungen, um diese so hartnäckig geltend gemachten Ansprüche zu beseitigen. In diesen Entscheidungen wurde den Kirchen stets nur ein Teil, etwa ein Viertel oder ein Drittel oder sogar nur die Hälfte der Summe zuerkannt, die der Verstorbene für sein Seelenheil bestimmt hatte. An einigen Orten behaupteten die Pfarrkirchen ein gewohnheitsmäßiges Recht auf gewisse Bezahlungen bei dem Tod eines Pfarrkindes zu haben, und das Konzil von Worcester im Jahre 1240 entschied, dass, wenn bei Geltendmachung dieses Rechts die Witwe oder die Waisen des Verstorbenen an den Bettelstab gebracht würden, alsdann die Kirche sich in christlicher Nächstenliebe nur mit einem Drittel des Vermögens begnügen und die beiden anderen Drittel der Familie des Verstorbenen lassen solle. In Lissabon wurden sogar die letzten Tröstungen der Religion einem jedem versagt, der sich weigerte, einen Teil, gewöhnlich ein Drittel seines Vermögens, der Kirche zu überlassen. An anderen Orten erhob der Priester gewohnheitsmäßig Anspruch auf die Bahre, auf welcher der Leichnam zur Kirche gebracht worden war, ein Anspruch, der im Falle eines Widerstandes zu Streitigkeiten führte, die mehr lebhaft als erbaulich waren. In Navarra, in Spanien, wurde durch ein besonderes Gesetz der Betrag festgesetzt, den die ärmeren Klassen bei der Totenmesse als Opfergabe zu entrichten hatten. Sie betrug für einen Bauern 2 Maß Korn. Bei einem Ritter bestand sie, wenig passend zu ihrem Zwecke, gewöhnlich in einem Streitrosse, einem Waffenanzuge und Juwelen. Die Kosten hierfür wurden häufig zur Ehrung des Andenkens eines ausgezeichneten Ritters vom Könige bestritten. Dass diese Kosten nicht gerade gering waren, beweist die Tatsache, dass Karl II. Von Navarra im Jahre 1372 dem Franziskaner Guardian von Pampelona 30 Livres bezahlte, um das Streitross, die Rüstung und andere Gegenstände zurückzukaufen, die bei dem Leichenbegräbnis von Mason Seguin de Barostal als Opfer dargebracht worden waren. Mit der Entstehung der Bettelorden und ihrer außerordentlichen Beliebtheit wurde die Rivalität zwischen ihnen und dem Weltklerus wegen des Besitzes eines Leichnams und wegen der Gebühren für seine Bestattung lebhafter als je und veranlasste Gräuelszenen, über die wir später noch zu reden haben werden. Dieses Buch nimmt sich hier die Gelegenheit oder macht von der Gelegenheit Gebrauch, darauf hinzuweisen, dass wir dabei bleiben müssen, weil es wird sowas von interessant. Dagegen ist das, was wir bis jetzt gelesen haben, Pipifax. In keinem Punkte waren die Beziehungen zwischen Klerus und Volk delikater als in dem der geschlechtlichen Reinheit. Ich habe diesen Gegenstand in einem anderen Werke behandelt und kann mir darum hier wohl ein weiteres Eingehen auf denselben erlassen. Nur das eine möchte ich bemerken, dass zu der für uns in Betracht kommenden Zeit das Zwangszölibat des Klerus in der lateinischen Kirche unterstellten Ländern zwar meistenteils anerkannt war, dass derselbe aber nicht mit jener Keuschheit sich verband, die die Urheber des Zölibatsgebötes sich so zuversichtlich davon versprochen hatten. Ein wichtiger Satz, den ich hoffe, den ihr alle verstanden habt, und der ein ganz deutlicher Hinweis darauf ist, warum in der Kirche nichts als Unzucht betrieben wird.
Nur das eine möchte ich bemerken, sagt Henry hier, dass zu der für uns in Betracht kommenden Zeit der Zwangszölibat des Klerus in den der lateinischen Kirche unterstellten Ländern zwar meistenteils anerkannt war, dass derselbe, also der Zölibat, der Zwangszölibat, aber nicht mit jener Keuschheit sich verband, die die Urheber des Zölibatsgebotes sich so zuversichtlich davon versprochen hatten. Über das Zölibat könnte ich ein ganzes eigenes Video machen und da könnte man sogar ein ganzes eigenes Buch drüber schreiben und da sind auch ganze Bücher drüber geschrieben worden. Aber in der Bibel kommt es deutlich vor im Neuen Testament, dass es drei Arten gibt, wie man sich vom, ich sage jetzt mal profan, vom Sex enthalten kann. Entweder wird man als Eunuch geboren oder man wird Eunuch gemacht. Oder aber man wird Eunuch daraufhin, dass man den Herrn fragt, ihn von dieser Qual der fleischlichen Lust zu erlösen. Das können wir im Neuen Testament unter Paulus in einem seiner Briefe nachlesen. Ich habe jetzt keine Lust darauf, das Detail einzugehen. Könnt ihr ja selber euch raussuchen, aber er spricht darüber. Und es gab ja früher halt eben auch viele Menschen, die zum Eunuchen gemacht wurden, eben um zu sagen, von die haben dann halt keinen Sexualdrang mehr. Ja? Und das Problem ist ja, dass man hier den römischen Klerus unter ein Zölibatgebot stellt, dass sie also nicht heiraten dürfen, dass sie also gegen die göttlich gegebene Natur eingehen müssen, weil Gott hat die Ehe ordiniert als etwas Heiliges, eben auch, weil Gott weiß, dass der Mensch sowohl Mann als Frau Verlangen hat. Und diese Verlangen werden halt nur biblisch gestillt in einer Ehe. Da aber die römisch-katholische Kirche für ihren Klerus die Ehe verbietet, aber die Menschen deswegen trotzdem diesen Drang haben, besorgen sie sie eben anderswo. Und genau das ist das Problem. Und wie gesagt, darüber könnte man eine ganze eigene Bibliothek schreiben, das tue ich jetzt aber nicht. Ich wollte nur mal eben darauf hinweisen, dass wenn ich solche Dinge hier vorlese, dass man sich da eben auch darüber bewusst sein muss, dass die Urheber des Zölibatsgebots sich so zuversichtlich versprochen hatten, dass eben auch mit dem Zölibat eine Keuschheit einhergeht. Und das tut sie nicht. Und die Folgen dafür spüren wir bis heute, spüren wir seit Tausenden von Jahren, weil das kommt aus Babylon bereits, schon bevor es in der römisch-katholischen Kirche sich manifestiert hatte. Und das hat zu tun mit A, Sodomie und B, Pädophilie. Ja, und zwar alle Sorten davon, der Sodomie und alle Sorten der Pädophilie. Und heute haben wir in unserer Welt diese LBGTTI-Bewegung, ja, die auch nur dafür sorgt, dass Keuschheit in unserer Gesellschaft heute als, man kann schon beinahe sagen, falsch gelten kann. Sexuelle Zügellosigkeit ist das Resultat der LBGTTI-Bewegung und sexuelle Zügellosigkeit ist auch das Resultat des Zölibats, weil der Priester, der Klerus der römisch-katholischen Kirche, sucht sich seine sexuelle Befriedigung dann eben woanders. Hauptsächlich zum Beispiel hier im Mittelalter, auch durch den Missbrauch der Ohrenbeichte. Und dafür, wie gesagt, verweise ich auf das Buch von Charles Chiniquy. Aber fahren wir eben fort in dem Buch hier. Der durch die Ehe gestatteten gesetzlichen Befriedigung der natürlichen Triebe des Mannes beraubt, unterhielt der Priester anstelle einer Ehefrau im besten Fall eine Konkubine. Im schlimmsten Fall aber eine Reihe von Liebschaften, zu denen ja das Amt des Priesters und Beichtvaters reichlich Gelegenheit bot. Und dies war so allgemein bekannt, dass sogar einem Manne, welcher eine unerlaubte Liebschaft beichtete, verboten wurde, seine Mitschuldige namhaft zu machen, damit nicht der Beichtvater in Versuchung käme, seine durch die Beichte erlangten Kenntnisse zur gleichen Sünde zu missbrauchen. Also mit anderen Worten, du beichtest mir, mit wem du Unzucht betrieben hast und dann kann ich als Pastor da hingehen und kann das auch mit dir machen, weil die Person ist ja zur Unzucht bereit und kann das selbst auch noch missbrauchen. Ja, das wollte man vielleicht gerne verhindern, aber das hat man nicht verhindert.
Kaum war es der Kirche gelungen, die Verehelichung ihrer Diener zu unterdrücken, so finden wir sie auch schon überall und unaufhörlich mit der augenscheinlich unlösbaren Aufgabe beschäftigt, ihre Diener zur Keuschheit anzuhalten, eine Aufgabe, die bekanntlich bis heute noch ihrer Erledigung harrt. Das sagt Henry Charles Lear Ende des 19. Jahrhunderts und das gilt 130 Jahre später noch ganz genauso und wird sogar immer schlimmer. Wohl war ja das Zeitalter, in welchem wir uns befinden, nicht gerade besonders empfindlich in Bezug auf die weibliche Tugend, aber trotzdem konnte sich auch damals ein Klerus, der asketische Reinheit als eine wesentliche Vorbedingung für sein Amt bezeichnete, aber in der Praxis sich noch zynischeren Ausschweifungen hingab als die meisten Laien, wenig Achtung beim Volke erwerben, abgesehen von jenen Fällen, wo der Friede und die Ehre der Familie der Lust des Hirten zum Opfer fiel und dadurch bitterste Feindschaft entstand. Was die noch dunkleren und beklagenswerteren Verbrechen angeht, so waren sie häufig genug, und zwar nicht nur in den Klöstern, von denen die Frauen streng ausgeschlossen waren, außerdem waren diese Laster meist auch straffrei. Nicht das kleinste Übel, das sich mit der künstlichen, dem Klerus so ostentativ auferlegten Askese verband, war die Aufstellung eines ganz falschen, für die Laien wie für die Kirche unendlich schädlichen Sittenkodexes. Solange nämlich ein Priester den kanonischen Gesetzen nicht durch die Heirat trotzte, konnte ihm alles vergeben werden. Im Jahre 1064 entschied Antichrist Papst Alexander II., der sich um die Wiedereinführung des Zölibatgebotes so eifrig bemühte, dass ein Priester von Orange, also in Südfrankreich, welcher mit der Frau seines Vaters Ehebruch betrieben hatte, vom Abendmahl nicht ausgeschlossen werden solle, um den Priester nicht zur Verzweiflung zu treiben, und in Anbetracht der Schwachheit seines Fleisches erlaubte er ihm sogar, in dem geistlichen Stande zu bleiben, wenn auch in niedrigeren Graden desselben. 2 Jahre später setzte derselbe Papst die Buße eines Priesters zu Padua, welcher mit seiner Mutter Blutschande getrieben hatte, herab und überließ dem Bischofe desselben die Entscheidung darüber, ob er noch im Klerus bleiben solle. Es dürfte wohl schwer sein, den unheilvollen Einfluss zu übertreiben, den solche Beispiele auf das Volk ausübten. Die tiefste Ursache für die, achso, übrigens hier eine kleine Fußnote, wo drin steht, dass man das nachlesen kann in Lears Buch Historical Sketch of Sacerdotal Celibacy, in der zweiten Auflage von 1884. Also das ist das Werk, von dem der Autor kurz vorher gesagt hat, dass er ja an anderer Stelle da noch intensiver drauf einging. Und das ist halt sein Werk Historical Sketch of Sacerdotal Celibacy. Also ein historischer Sketch der sakramentischen Zölibats. So würde das Werk wohl und übersetzt ins Deutsche ungefähr heißen. Die tiefste Ursache für die Entartung des Klerus und für die Feindschaft zwischen dem Klerus und den Laien lag indessen in der persönlichen Unverletzlichkeit und der Immunität der Geistlichen von der weltlichen Gerichtsbarkeit, welche die Kirche allmählich zu einem anerkannten öffentlichen Rechtsgrundsatz gemacht hatte. Wenn auch diese Immunität des Klerus in jenem Zeitalter der Gewalt notwendig erscheint, für die Unabhängigkeit und sogar auch für die Sicherheit einer voraussichtlich friedlichen Bevölkerungsklasse, so wirkte sie doch in einem doppelten Sinne verderblich. Einmal nämlich befreite die Leichtigkeit, mit der ein Kleriker durch die kanonische Reinigung oder die Stellung von Eideshelfern Freisprechung erlangen konnte, sowie die verhältnismäßige Milde der Strafe im Fall der Verurteilung den Geistlichen in hohem Maße von der Furcht vor dem Gesetze und von dem Zwang, seine bösen Neigungen zu unterdrücken. Andererseits lockte gerade diese Aussicht auf verhältnismäßige Straflosigkeit große Scharen nichtswürdiger Menschen zur Kirche hin. Also, guck, wenn es Gesetze gibt, die sagen, das und das tue nicht, aber es gibt keine Strafen, wenn du das Gesetz brichst, dann kannst du es doch tun. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Nach dem Motto, wenn irgendeine Geschwindigkeitsbegrenzung gilt von 50, kann ich ja ruhig 150 fahren, wenn ich geblitzt wird, dann keine Strafe, wo kein Richter, da keine Strafe.
Noch schlimmer ist das ja hier. Wenn man also tatsächlich sich hier sagt, wenn ich halt als Klerus von der zivilen Strafgesetzgebung sowieso schon mal ausgenommen bin und in meiner eigenen Gesetzgebung im kanonischen Recht ich nicht mit einer großen Strafe zu rechnen habe, ja, dann kann ich mich oder dann muss ich mich natürlich auch gar nicht erst an die Gesetze halten. Das fordert doch gerade zügelloses Verhalten in sexueller Hinsicht und alle anderen Sorten von Sünden heraus. Also der Autor fährt hier fort. Andererseits lockte gerade diese Aussicht auf verhältnismäßige Straflosigkeit große Scharen nichtswürdiger Menschen zur Kirche hin, die, ohne auf ihre weltlichen Bestrebungen zu verzichten, in die unteren Grade der Hierarchie eintraten und durch die Unverantwortlichkeit ihrer Stellung eine Schmach für den guten Ruf des Klerus und ein Verderb für all diejenigen wurden, die mit ihnen in Berührung kamen. Also mit anderen Worten, wenn du verbrecherische Neigungen hattest, dann bist du schnell in die Kirche eingetreten und konntest dich da gut ausleben. Anders ist das heute auch nicht. Wie die Kirche bei der Wahrung ihrer Vorrechte gewöhnlich ihren Schild gerade über diejenigen hielt, die am wenigsten Mitgefühl verdienten, zeigt in trefflicher Weise die Vermittlung von Antichrist Papst Innozenz des Dritten zugunsten des Bischofs Waldemar von Schleswig. Waldemar war der natürliche Sohn des Königs Knut des Fünften von Dänemark. Er hatte einen bewaffneten Aufstand gegen den regierenden König Waldemar des Zweiten angeführt und war bei der Unterdrückung desselben ins Gefängnis geworfen worden. Antichrist Papst Innozenz der Dritte verlangte seine Befreiung, da die Einkerkerung eines Bischofs eine Verletzung der Immunität der Kirche sei, weil die geistige liegt über der weltlichen Macht. Ja? Die weltliche Macht hat nicht das Recht, einen Bischof einzusperren. Waldemar zögerte natürlich, sein Königreich auf diese Weise der Gefahr eines neuen Aufstandes auszusetzen, und Innozenz änderte zunächst seinen Befehl dahin ab, dass er den Missetäter nach Ungarn bringen und dort befreien ließ. Zugleich versprach der Papst, dass der Bischof den Frieden des Königreichs nicht stören dürfe. Später aber brachte der Bischof den Fall in Rom vor. Und obwohl er der Spross eines doppelten Ehebruchs und daher für die heiligen Würden nicht wählbar war, obwohl ferner die dänischen Gesandten erklärten, dass er des Meineides, des Ehebruchs, der Apostasie und der Verschwendung schuldig sei, setzte ihn Innozenz mit Rücksicht auf die Freiheiten der Kirche trotzdem wieder in sein Bistum und Erbe ein, indem er ihm noch ausdrücklich das Recht gewährte, sein Bistum durch einen Stellvertreter verwalten zu lassen, wenn er eine Gefährdung seiner persönlichen Sicherheit befürchte. Als derselbe Innozenz die Frage entscheiden sollte, ob Laien einen bei Begehung eines schweren Verbrechens auf frischer Tat ertappten Geistlichen verhaften oder vor einen bischöflichen Gerichtshof bringen könnten, erklärte der Antichrist, sie könnten dies nur auf den ausdrücklichen Befehl eines Prälaten tun, eine Entscheidung, die tatsächlich Straflosigkeit für solche Fälle zusicherte. Eine priesterliche Körperschaft, deren Vorrecht, Unrecht zu tun, so sorgfältig gewahrt wurde, konnte schwerlich als ein nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft betrachtet werden. Und als nach und nach die Herrschaft des Gesetzes in der ganzen Christenheit, also im ganzen Katholizismus, sich befestigte, fanden die bürgerlichen Gerichtshöfe in der Immunität der Geistlichen einen noch gefährlicheren Feind als in den Ansprüchen der feudalen Herrschaft. Tatsächlich bemühten sich verhaftete Übeltäter gewöhnlich zuerst nachzuweisen, dass sie zum Klerus gehörten, die Tonsur trügen und der Jurisdiktion der weltlichen Gerichtshöfe nicht unterständen.
Dazu kam, dass der Eifer für die geistlichen Vorrechte und möglicherweise auch für ihre Gebühren die bischöflichen Beamten stets antrieb, die Ansprüche solcher Menschen zu unterstützen und ihre Befreiung zu fordern. So wurde die Kirche auch noch verantwortlich für Scharen zügelloser Männer, die nur dem Namen nach zum Klerus gehörten und die ihre Immunität lediglich benutzten, um ihre Mitmenschen auszubeuten und jedes Unrecht zu begehen. Eine ähnliche Immunität schützte das Eigentum der Geistlichen, und auch sie gab zu flagranten Missbräuchen Anlass. Ebenso stand in Zivilfällen dem Geistlichen, mochte er Kläger oder Verklagter sein, das Recht zu, die Sache von den Gerichtshöfen seiner Standesgenossen entscheiden zu lassen, die natürlich parteiisch, wenn nicht gar verkäuflich, zu seinen Gunsten urteilten, so dass der Laie kaum Recht erlangen konnte. Dass dem tatsächlich so war, beweist die bei den Klerikern damals aufkommende Praxis, zweifelhafte Schuldforderungen von Laien zu kaufen, um sie alsdann vor den geistlichen Gerichtshöfen durchzusetzen. Eine Spekulation, die zwar von Konzilien verboten wurde, aber viel zu einträglich war, um unterdrückt werden zu können. Wo haben wir das denn schon mal gelesen, dass etwas zu einträglich war, als dass man es hätte verbieten können, obwohl es gegen römisch-katholisch-kanonisches Recht verstößt? Das hatten wir doch gerade mit den Pfründen am Anfang dieser Lesung schon mal gelesen. Und hier treffen wir das Gleiche gleich wieder. In den Konzilien war es zwar verboten, diese Spekulation, aber es war viel zu einträglich, um unterdrückt werden zu können. Ein anderer Missbrauch, der zu lauten Klagen Anlass gab, bestand darin, dass man unglückliche Laien in demselben Falle und zu gleicher Zeit vor verschiedene geistliche Gerichtshöfe zur Verantwortung vorlud. Erschienen alsdann die Betreffenden ohne ihr Verschulden nicht, so wurden sie wegen unentschuldigten Ausbleibens vor Gericht mit Strafe der Exkommunikation belegt, von der sie sich nur durch schwere Geldbußen befreien konnten. Und dabei nahm sich der Gerichtshof häufig gar nicht die Mühe, noch besonders festzustellen, ob die so gestraften Parteien auch wirklich vorgeladen worden waren. Um das Unrecht und die Leiden, die auf diese Weise der Allgemeinheit zugefügt wurden, vollständig würdigen zu können, müssen wir uns daran erinnern, dass die Bildung und die Erziehung fast ausschließlich auf den geistlichen Stand beschränkt war und dass auf diese Weise die Kleriker durch ihre geistige Überlegenheit befähigt waren, das unwissende und schutzlose Volk aufs Äußerste auszunutzen. Die Mönchsorden bildeten eine zu große und eine zu gewichtige Klasse, um nicht vollständig im guten wie im schlechten Sinne die Verantwortlichkeit der Kirche zu teilen. Wie groß der Verdienst der Mönchsorden um Religion und Kultur ohne Frage auch war, so waren sie doch ganz besonders der entehrenden Neigungen jener Zeit ausgesetzt und in demselben Maß litten auch ihre Tugenden. In dem Jahrhundert, in welchem wir uns befinden, erlangten sie allmählich Befreiung von der bischöflichen Jurisdiktion und wurden Rom direkt unterstellt, ein Umstand, der unvermeidlich zur Entartung der Klöster führen musste. Der Erzbischof Richard von Canterbury beklagte sich bitter bei Antichrist Papst Alexander III. Über die auf solche Weise eingeführte verhängnisvolle Lockerung der Mönchszucht, aber leider ohne Erfolg. Dem Heiligen Stuhle war es ganz willkommen, dass die Autorität der Bischöfe gemindert und die seinige erhöht wurde. Und zwar sowohl direkt wie indirekt dadurch, dass ihm in den Kämpfen gegen die Bischöfe wichtige Bundesgenossen erwuchsen. Außerdem erhöhte sich auch dadurch sein Einkommen, wenn wir dem Abt von Malmesbury glauben dürfen, der sich rühmte, für eine Unze Gold, die er jährlich in Rom zahlte, Befreiung von der Jurisdiktion des Bischofs von Salisbury erlangt zu haben. In allzu vielen Fällen wurden so die Abteien zu Mittelpunkten der Verderbnis und des Aufruhrs. Die Nonnenklöster glichen Bordellen,
die Männerklöster adligen Schlössern, in denen die Mönche schwelgten und gegen ihre Nachbarn ebenso heftig Krieg führten wie die unruhigen Barone. Dazu kam noch, dass es in den Klöstern keine Erbfolge gab und infolgedessen der Tod jedes Abtes zu einer umstrittenen Wahl führen konnte, die innere Zwistigkeiten veranlasste und oft eine Intervention von außen nötig machte. So wurde in einem solchen Streit im Jahre 1182 die reiche Abtei St. Trond, also hier in Belgien, St. Truiden, St. Trond heißt es also in Deutschland, von den Bischöfen von Metz und Lüttich angegriffen, Stadt und Abtei verbrannt und die Einwohner alle getötet. Der Aufruhr dauerte bis zum Ende des Jahrhunderts und als er schließlich für eine Zeit lang durch Geldabmachungen oberflächlich beigelegt war, waren die unglücklichen Vasallen und Leibeigenen an den Bettelstab gebracht durch die Verpflichtung, die Kapitalien aufzubringen, welche die Ernennung eines ehrgeizigen Mönches erforderte. Allerdings vergaßen nicht alle Klöster ihre Pflichten, für die sie so reiche Gaben von wohltätigen Gläubigen empfangen hatten. Zur Zeit der Hungersnot im Jahre 1197 war das Kloster Heisterbach noch jung und arm. Trotzdem verteilte der Abt Gebhard so reichlich Almosen, dass er bisweilen 1500 Leute an einem Tage speiste. Das Mutterhaus Himmelrode war sogar noch freigebiger, indem es alle Armen seines Bezirks bis zur Ernte unterstützte. Um dieselbe Zeit schlachtete eine Zisterzienienabtei in Westfalen alle ihre Herden und verpfändete ihre Bücher und heiligen Gefäße, um die Notleidenden zu speisen. Mit Genugtuung hören wir, dass in jedem dieser Fälle die Ausgaben mehr als ausgeglichen wurden durch neue Schenkungen von Seiten der Gläubigen. Solche Beispiele rechtfertigen zwar in gewissem Maße die Einrichtung des Mönchwesens, zum größten Teil aber waren die Abteien mehr Quellen des Schlechten als des Guten. Und da möchte ich noch mal einen kurzen Kommentar hinzufügen. In der Bibel wird niemals von Klöstern gesprochen. In der Bibel wird sogar dagegen gesprochen, dass man sich einschließt und dass man sich absondert von der Welt, wie es eben in Klöstern sowohl von Nonnen im weiblichen als von Mönchen im männlichen Geschlecht gefordert wird. Das ganze Mönchsgetuerei oder Nonnengetuerei ist komplett unbiblisch und führt deswegen auch zu diesen furchtbaren finanziellen und vor allen Dingen sexuellen Exzessen. Ich weiß ja nicht, inwieweit wir in diesem Buch darüber kommen, aber es gibt ja Bücher, die man lesen kann, wo darüber geschrieben wird, was zum Beispiel in Spanien entdeckt wurde, wo Tunnels entdeckt wurden zwischen einem Mönchskloster auf der einen und einem Nonnenkloster auf der anderen Seite, dass eben in diesen Tunneln sich dort die Mönche mit den Nonnen vergnügt hatten und dass diese Tunnel auch dafür gebraucht wurden, um eben Kinder, die halt gezeugt wurden während dieser Unzucht, da geboren wurden und lebendig vergraben wurden und es da hunderte von Babyleichen gibt und das nicht nur in Spanien, oftmals unter solchen Klöstern. Also das ist ein, wie gesagt, nicht biblisch begründbare Tradition der römisch-katholischen Kirche, sich abzusondern, Männer abzusondern und Frauen abzusondern und mit allen Folgen von denen, die der Unzucht und was dann eben noch Gefolge leisten dahin. Können wir uns ja mal, oder könnt ihr euch ja mal aus anderen Quellen auch drüber unterrichten. Biblisch ist das auf jeden Fall nicht. Und hier steht dann ja auch, dass eben die Abteien mehr Quellen des Schlechten als des Guten waren. Natürlich, aus solchen Sachen kann nichts Gutes entstehen. Nun sind wir inzwischen 56 Minuten weit gekommen. Ich bin am Ende von Seite 40. Es gibt noch zwei Reihen, bevor wir in die nächste Seite übergehen. Aber da das dann ja auch hauptsächlich geht über die Demoralisation des Klosterwesens, der nächste Teil dieses Kapitels, möchte ich die Lesung hier nach 56 Minuten heute beenden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, auch bitte fürs möglichst Weiterverteilen dieser Lesung, sowohl als Audio als auch als Video, wenn ihr die Möglichkeit habt.
Und bis zum nächsten Mal. Juggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab, wünscht euch noch einen schönen Tag, möge Gott euch hüten, schützen und segnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Psalm 14, verse 1.